Wer Mythologie bislang für etwas Langweiliges und vor allem Harmloses gehalten hat, der möge mal schauen, was wir hier unter der Anleitung von Bruce Shelley mit den armen griechischen Soldaten machen. Wir verwandeln sie nämlich kurzerhand in Schweine. Frei nach Odysseus. Obwohl in Age of Mythology natürlich wieder ein wichtiger Aufbaupart drin ist, der sich auch je nach Volk, es gibt die Griechen, die Ägypter und die Nordmänner, teilweise recht deutlich unterscheidet, haben es uns vor allem die Kämpfe angetan hier auf der E3. Wenn Sie hier mal schauen, da kämpfen die Nordmänner gegen die Ägypter und wir lassen da riesige Meteoriten reinhageln, die unseren Gegnern ziemlich Feuer unter dem Hintern machen. Man sieht zwar gerade kaum noch, was passiert, aber Sie sehen hier jetzt von links unten auch noch den sogenannten Nidhogg reinkommen. Das ist ein mythologischer Drache, der allein ganze Armeen plätten kann. Und das in Verbindung mit den Meteoriten, da haben die feindlichen Feuerwesen eigentlich keine große Chance mehr. So, you failed me again, Imsit. There was nothing I could do, General. Camus is dead. And you're about to join him. Into you. In dieser Mission sollen wir die von dem einäugigen Bösewicht gerade verteilten Schachteln wiederfinden, denn dort sind die Teile des Gottes Osiris und nur der kann uns helfen, die Mission zu gewinnen. Hier sieht man die Szene aus der Zwischensequenz gerade, der beweist, dass es wirklich Spielgrafik war. Ja, und die ganzen Boxen sind natürlich wild über der Karte verteilt. Hier ist eine natürlich bei unseren Gegnern und jetzt gehen wir mal los. Why does nothing happen? Und auch das Missionsende wird immer durch sehr schöne Sequenzen in der Spielgrafik verdeutlicht. Wir haben es natürlich geschafft, die Osiris-Teile zusammenzusuchen. Der Bösewicht kommt hier mit seiner Armee. Aber natürlich hat er erstmal nicht das letzte Lachen. Nein!